Guten Morgen. So, Tee. Oh. 6.43 Uhr. Gleich gehen wir los. 6 Stunden. Okay. Geschnitten wird später. Gestern Abend habe ich jetzt nicht nochmal geschnitten, weil ich habe ja schon den einen Block geschnitten und einen Block am Tag schneiden reicht mir. Jetzt schneide ich heute. Wie ihr hört, habe ich mich ein bisschen erkältet, ein bisschen belegten Hals. Das ist natürlich jetzt gerade schwierig, weil alle denken im Laden, oh, hat Corona. Baby hat halt eine Rotznase. Anouk hat es von der Schule mitgeschleppt, irgendeine Seuche. Anouk hat zuerst gehabt, dann das Baby, jetzt ich. Aber eigentlich stecke ich so weit schnell weg. Das ist dann schnell erledigt wieder. Deswegen werde ich heute ja nicht so lange im Laden sein. Bringe jetzt erstmal die Kinder zur Schule. Fahre danach, glaube ich, zur BSR. Weil ich muss die Gummireifen, also diese Mäntel, die Reifen, die Altreifen wegbringen. Da muss ich ein bisschen was bezahlen. Ja, so sieht's aus. Das ist mein Tag dann heute. Und dann... ich stelle es auf alle Fälle erstmal ins Auto. Und dann werden wir vielleicht am Samstag. Na, gucken wir mal. Irgendwie machen wir das. Heute vielleicht doch nicht, weil ich muss ja anfangen zu schneiden. Wenn ich wiederkomme, nämlich. Dann habe ich immer noch so eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde Zeit zum Schneiden. Ja, danach geht's in den Laden. Gestern hat der Achim noch Einspeichen ein bisschen geübt. Einspeichen hat er echt ein Problem, oder? Der sieht das nicht. Da muss er üben. Das ist Fakt. Geht nur mit üben. Gut, ich hol das Auto, mach die Reifen ein und dann fahren wir los. Mein Parkplatz-Suchmobil. Also jetzt erstmal zur Anouk-Schule und dann zu deiner Schule. Wieder nach Hause. Computer. So, wir sind da. Wie immer, viel zu früh. Brauchst du ein Taschentuch, Papa? Ja, ich nehme jetzt. Aber gib mal hier auch eins. Nein, nein, geht. Doch, nimm mal bitte jetzt. Einstecken. Musst du jetzt nicht verwenden, kannst du einstecken. Hallo, Steck doch aus. Los, okay. Ja, du. Ist ja kein Wunder, dass da keiner mit dir spielen möchte, so aufdringlich wie du bist. Komm jetzt her, du. Von wem ist denn das hier? Von dir? Da her? Komm her jetzt.
Na? Na du. Jo. Okay, eine Minute nach. Ich gehe in den Keller. Das ruhig. Da klingelt schon. Ha. Ja. Ja. Moin. Es ist wieder soweit. Gestern hat es Zisch gemacht. Was da gerade mal los ist, wahrscheinlich durch die Grasscherbe. Irgendwie seitlich rein oder so, ich weiß es nicht. Zu wenig Luftdruck gehabt? Nee, war eigentlich genug Luftdruck drauf. Weiß ich nicht. Also man hat das Zischen echt eindeutig gehört. Also ich glaube, okay. Ja, warte mal. Bin gleich da. Die Reifen sind nämlich gerade nicht mehr. Oha! Ja, die sind nämlich gerade nicht mehr lieferbar, Alter. Ja. Was ist denn das? Ach, da war ich durchgetroffen, meine Fresse. Scheiße. Und ja, gegen den hast du jetzt hier schon. Naja, wenn der Reifen nicht mehr geht, dann macht halt was anderes drauf. Ich krieg den gerade nicht mehr in die Fahrt, also der ist ausverkauft überall. Ja, deswegen müssen wir schauen. Also ansonsten. Du musst damit fahren können. Irgendwie, wenn im Notfall, dann haben wir. Genau. Gut. Geht los. Was ist los? Du hast schon ohne mich getrunken. Ich hab nur gelöffelt. Jetzt musst du trinken, wir haben eine Stoße. Und wie schnell war das? 23 Minuten. Ja, normalerweise brauche ich eine halbe Stunde, um hier alle rauszupacken. Fehlen jetzt noch ein paar Sachen. Ich war schnell wieder zurück, ne? Jo. Und mit Fahrrad geht's ja auch schnell. Im Winter dauert es lange, weil es da, die fährt sehr langsam. Und wir fahren ja auch. Das ist auch gut so. Wir fahren auf dem Bürgersteig. Soll ja nicht schätzen. Wir fahren auf dem Bürgersteig auch, deswegen ist das okay. Ja. Genau, und dann fahren wir halt wirklich eigentlich fast Schritt. Können wir auch laufen, weißt du? So ungefähr. Ich warte an jeder Straße ewig auf sie und sie hören sie immer. Mama, ich bin gleich da. Ja, ich bin noch hinter dir. Gut. Da steht sie so vor mir in der Küche, ich kann nicht schlafen. Also, wenn du hier in der Küche stehst, geht's auch nicht. Muss dich ins Bett legen. Oh Mann, ey. Da, bei der Diskussion war ich gestern. Da war ich jetzt gerade auch beim Schneiden von gestern. Genau das, wo alle Kinder nochmal durchgegangen sind. Das ist gerade dieses Sensibelchen, ohne alleine eine Kita, Lumen, die nicht zur Ruhe kommt. Genau das. Das ist jeden Tag auch Thema. Alles. Ja, immer die Kinder. Jetzt will ich mal ein Thema sein. Du willst Thema sein? Ja, redet doch mal über mich. Hab ich doch gerade schon. Ach so. Ich dachte, du hast über meine Mutter geredet. Ja, ich hab dir gesagt, wie toll du das alles machst. Sagt sie. Sie wollen es ja nicht bescheiden. Sie wüsste. Und wie wüsste, ey. Wo die blauen Flecken herkommen. Ja. Die Ärzte sagen, reden die Ärzte auch mal drüber. Da reden sie auch mal drüber. Guck mal, wie weiß ich bin. Wegen meinen Schuhen. Guck mal, wie schwarz ich bin, wegen meiner Arbeit. Wir sind Yin und Yang. Mm. Ski und Gong. Ich bin Mr. Void. Mr. Void? Void. In Void. Was bekommst du dafür? Oh, gestern haben die sich geprügelt. Geprügelt? Und Anouk. Meine Güte, wie das aussah. Anouk hat so eingeschlagen auf Lumen und Lumen wollte dann weglaufen. Eingeschlagen. Und hat, dann hat sie Smash, an den Rahmen noch gerissen. Hallo. Ey, und ich sag so, Anouk, was ist denn jetzt los? Der hat mir auch wehgetan. Ich sag, ja, was soll das denn? Vor allem habe ich gerade mit Tina telefoniert. Ja, und die hört das alles im Hintergrund. Tina. Und dann hat er so,
zu Anu gesagt, zu aufhören. Apropos, mir wurde heute Morgen gesagt, ich sehe so zerknittert aus oben herum. Also fällt so ja den Frauen auf der Straße, dass ich offensichtlich Bedarf habe. Marlies, was sagst du dazu? Was denn für ein Bedarf? Weiblichen Bedarf. Bügelbedarf. Die machen sich ja nur Hoffnung. Die machen sich Hoffnung. Ich hab ein heißes Bügeleisen. Willst du zu mir kommen zum Bügeln? Ich hab eine Bügelsammlung. Bügeleisensammlung. Darf ich dir meine Bügelbrettsammlung zeigen? Das kann doch nicht sein, dass ich hier die Straße lang laufe und mir anhören muss. Ich sehe so zerknittert aus oben herum. Naja, jetzt ist es ja schon ein bisschen. Aber komm, das war schon arg zerknittert. Jetzt ist es ja schon ein bisschen. Das muss gebügelt werden, sowas. Frau? Kann ich jetzt nicht feststellen, dass das. Natürlich nicht. Und weil du den grauen Star schon hast, suche ich mir jetzt einfach eine, die den nicht hat. Und ein Bügeleisen. Ein immer blühendes Bügeleisen. Ich habe aber nicht mal ein Bügelbrett. Da kommen wir noch hin, dass ich deine Wäsche bügele. Da kommen wir noch hin, dass ich deine Wäsche. Das hätte mal vor 50 Jahren eine Frau zum Mann sagen müssen. Ja, aber zu der Zeit waren die Frauen Hausfrauen. Ja, nicht vor 50 Jahren, da war Alice Schwarzer schon. Alice zu Schwarzer. Ja, stimmt, das war die 70er Jahre. Das ist schlecht. Vor 70 Jahren. Vor die 70er Jahre waren vor 50 Jahren, bin ich schon da. Vor 70 Jahren. Hätte das meiner Frau gesagt. Da kommen wir noch hin, dass ich deine Wäsche bügele. Sag mal. Ja, er geht ja auch nicht vor 20 Jahren hat das auch keine Frau gemacht. Nee. Wie kommst du denn darauf? Ja, das die Zimmermädchen gemacht. Die Haus. Die Zimmer. Die. Na, warte nur. Haushaltshelfer. Waren das Männer? Ja. Nee. So, pass auf. Weißt du, was du mir letztens gesagt hast? Lisa. Das wäre schon toll, dass, wenn wir einen Diener hätten. Ja. So ein Wieb oder der uns den ganzen Tag bedient. Ja, genau, das hätte der. Haben sie ja! Wir haben ja nicht. Das war so lustig. Zu Hause und Hof und Zimmer das wieder. Das ist toll. Unglaublich. Ja, ich bin da eine Vorstellung. Der Fakt ist, es geht ja auch gar nicht darum, es geht darum, dass ich gerne einen Schrank hätte, wo ich meine Hände reinhängen kann. Oh ja, ich habe auch ganz viele Kleider, die hängen müssen. Mit denen ist zurzeit nicht ein. Und Hosen. Also ich brauche nicht einen Schrank, ich brauche den Platz für den Schrank. Darum geht es mal wieder. Es geht mal wieder darum, wir brauchen mehr Platz. Ja, du hast oben auch total viel Wäsche. Ja, oben? Oben im Regal. Oben im Regal, welches Regal? Die Wäschekammer. Ja, ich hab ja nur ein Regal. Ich auch. Ja, ich meine ja. Du meinst es total voll. Du meinst auch. Weil ich Pullover viel habe. Ja. Du hast alles viel und viele Hemden. Hemden habe ich. Und die bestimmt. Sind ja auch sortiert. Bestimmt. Wie viele Hemden habe ich? Bestimmt 70 Stück oder sowas. 70 Stück? Niemals. Doch. Ne. Doch. Ne. Doch. Ne. Doch. Das war mehr vielleicht. 30. Ich zähle. Nein. 30 nein. Hemden. Niemals. Yeah. Niemals. Das sind 3 Stapel Hemden. 30. Nein. 30. Nein. Ich das auch wieder mal durch YouTube. Sie werden sich auch denken, wenn sie die bekloppt sitzen am Keller. Der Tommy ist aber, der ist aber ganz schön, also der ist ja ganz schön so von der alten Schule. Da die Frau annähert, das ist nie ja, verkehrt. Das ist ja kein Problem, weil ich lasse sowas ja nicht mit mir machen. Ja? Deswegen ist das alles nicht so schlimm. Wie lässt das nicht mit dir machen? Das werden wir mal sehen, Vibe. Ich koche nicht. Wenn ich keine Lust habe, koche ich nicht. Tja. Das hast du ja auch schon festgestellt. Was gibt's denn zu essen? Gar nichts. Ich war auch nicht einkaufen. Du bist echt eine schlechte Mutter. Nee, die Kinder kriegen ja nichts zu essen. So wie gestern. Ich arbeite den ganzen Tag. Ey. Komm dann Film, auf. Wir haben noch 2 Toast drin. Von euch muss Haferflocken essen. Du bist echt so eine Rabenmutter. Das ist Rabenfrau. So witzig. Das müssen wir echt mal irgendwie anders gestalten. Abends muss Armbrot geben. Ich hasse Armbrot. Ich liebe Armbrot. Das ist der Abschluss des Tages. Man sitzt zusammen. Das dauert mir noch zu lange, dann die Kinder sollen dann ins Bett.
16 Uhr. Ab ins Bett mit euch! Doch, wir können zu lange, die sind ja noch, zu lange machen. Die sind ja noch gar nicht da. Schön dunkel, alle schlafen schon. Mali schläft schon. Nee, jetzt nicht, schlaf schon. Oh nee. Der Boden ist total verrotzt heute. Richtig grün, schmodderig ist das jetzt. Ja, Anouk hat nicht mehr so schlimm, sagt sie. Es geht langsam weg bei mir. Ich sage, na schön. Sie hat sich bei Paula angesteckt und so. Ja, ich glaube, ich. Ich dachte, das ist eine Kuschel oder was? Naja. Nein, aber ich. Aber letztendlich ist es ja wirklich ganz glimpflich abgelaufen, die Erkältung. Ganz leicht. Ja. Trotzdem nervig. Manchmal kriegst du einen Hustenreiz und kann ja nicht mehr sprechen mit den Leuten. Dann sag ich mal, Entschuldigung. Und dann stehen sie da und erwarten noch was. Ich denke, ey, haut doch einfach ab. Ich will in Ruhe abhusten, ey. Ihr denkt doch alle gleich, ihr seid infiziert. Denn. Aber ich stehe da so da. Ja, bitte? Kommt da noch was? Was denn? Ja, hallo, reden Sie mit mir? Den können wir manchmal weg hier. Ich schnapp mir irgendeinen Schluck Wasser an zu trinken. Und dann stehen sie da. Was ist denn los? Was ist denn? Ich krieg überhaupt nichts mit von der Welt. Oh Mann, ey. In der Küche sind tolle Kugelschreiber. Sprungfüller. Ich schreib das hier mit für die Halle. Keine Kugelschreiber. Na dann, was haben wir hier? Vorderrad platt. Hier habe ich ja vorhin eine riesen Scherbe ausgeholt. Die war ca. 7 mm lang. Und die hat hier tatsächlich geschafft, den Marathon Plus hier durchzustechen. Ja, also wie gesagt, mit allem kommt der eben auch nicht klar. Jetzt hoffen wir halt nur, dass wir den Reifen noch nehmen können. Zum Thema, was nicht lieferbar ist, ist zum Beispiel eine Menge Gummi, ist gerade nicht lieferbar, eine Menge an Reifen. Was war noch neulich? Felgen, Laufräder, gibt's ein paar, die nicht lieferbar sind. Na, und schaut ja einfach mal bei Stadler, was da noch so los ist. Was das da noch so gibt. Das ist ohne mehr Fälle. Günstige Räder sind ausverkauft. Ja, so eine Sache. Schläuche. Ganz simpel. Schläuche, Reifen. Laufräder. Ich habe leider meine Maske vergessen, aber ich wollte meinen braunen Fahrrad abholen. Oh, das war's für das Erste.
Das ist ja mehr oder weniger nur Quatsch- und Laber-Vlogs hier jetzt in letzter Zeit, weil nichts mehr passiert, so interessant ist. Aber so ist das halt, das Leben. Ah, manchmal kann man eben nur am Stammtisch sitzen und labern. Und dann mit Ema passiert wieder so viel. So Reifenwechsel sind jetzt nämlich nicht so interessant. Aber wir werden mal sehen. Was mache ich jetzt? Der BMX habe ich gestern poliert. Da kommen heute Laufräder für. Decken habe ich noch da. Irgendwas. Bremsen finde ich. Irgendwas. Habe ich. Bremsen habe ich. Also geile BMX-Bremsen. So. So diese alten 80er Jahre. Die will ich eigentlich nicht verbauen. Ja, können wir ja auch wieder. Will ich ja wieder nicht verbauen. Nee, eigentlich nicht, weil die sind ja wirklich cool, die Dinger. Und ich weiß nicht, ob mir irgendjemand Geld dafür bezahlt, für das Ding. Hallo. Weil für sich ist das eben ein Scheiß schwer. Ging das an mich das Teil oder nee? Das war vorbei. An für sich ist das ein scheiß schwere Draht. Also das ist so ein Billigteil irgendwie. Nicht besonders. Ja, gut. Gucken wir mal. Ich suche mir mal ein bisschen Arbeit und dann sehen wir uns gleich wieder. Also täglich ein bisschen Kram, ne? Was ich hier so angekauft habe die letzte Zeit. Zum Beispiel habe ich angekauft Harry Potter und der Stein der Weisen als MC, also Musikkassette. Wer nicht mehr kennt, eine MC ist eine Musikkassette. Ja? Und zwar Harry Potter und die Kammer des Schreckens auch und Harry Potter und der Gefangene von Azkaban auch. Das habe ich als MC angekauft. Seltenes Medium mittlerweile. TKKG, der blinde Hellseher und TKKG, das leere Grab im Moor, haben wir auch. Ja, so was. So was kauft der Tommy, wa? Der kauft ja einen Schrott, so was schmeißt man weg. Kommt alles wieder, sag ich euch. Kommt alles wieder, so gut, was sollen wir machen? Wenn es nur 5 Euro bringt oder so, ich meine, ich hab's. Ich sag, ich hab selber 5 Euro bezahlt. Ne? Mal schauen, die Leute sagen. Mann, sieht das aus hier, ey. Da war ich doch letztens aufgeräumt. Aber jedes Mal kommt irgendjemand und bringt mir so was hier zum Beispiel noch. Das ist langweilig.
Ich hab gedacht, hier ist oben. Achim macht jetzt ein Video. Na gut, mach ein Video. Also jetzt läuft's gerade. Achim will ein Video machen oder muss, kann ja mal ein Video machen, weil jetzt er befüllt gerade hier eine, er baut eine XT-Scheibenbremse an. An mein schönes Cube. Was ich hier mal gedacht habe für Family oder so. Und er zeigt euch jetzt mal, wie es funktioniert. Die Ena hat er schon gemacht. Den habe ich ja komplett auf XT dann umgebaut, also mit XT-Schaltern, aber kein XT-Schalter waren, da war so eine Formula-Bremse drauf. Die war undicht, die war Öl, da war der Griff durch. Und jetzt haben wir hier halt komplett auf XT wieder umgerüstet. So wie es sich gehört. So wie ich es gut finde. Für so halber Sachen finde ich nicht gut. Fürs aber hinten noch, ne? Hinten noch. 26. Ja, also erstmal. Geil, ich danke dir. Und die Augen rüber. Dann kommt die Oliven rüber. Hey, du musst es zeigen. Jetzt sieht kein Mensch. Ach so, dann halt die Kamera doch mal anders. Ja, hier, das musst du machen. Das muss ich machen. Ja, das dann. Na gut, dann machen wir das mal stell anders. Stell dir irgendwo hin, oder stell dir da oben hin. Genau. Machen wir das so. So, also, sonst sitzt keiner. Die Leitung hier kürzen wir nicht. Erst die Hülse, die Gummikappe, die dann alles verdeckt. Dann kommt die Schraube, der halt festgeschraubt wird. Und zum Schluss die Olive. Zack. Ey, na guck mal, hast du da gemacht mit dem BMX? Ist rübergespeicht, ja? Nee, ich hab's einfach nur eingebaut. Einfach nur eingebaut, sieht aber gut aus. So. Läuft aber schon mittig, ist ein Ding. Wie geht denn das? Jetzt suchen wir uns hier. Wieso läuft die mittig denn? Am Bremsgriff den höchsten Punkt. Möglichst waagerecht. Schrauben das fest. Ja, bei Tommy ist es ein 4er Imbus. Der liegt natürlich gerade wieder nicht zur Hand habe. Halt in der Hose. Nee. Ah, hier liegt er ja. Also ein bisschen rüberspeichern muss man es und die Achse muss noch ein bisschen versetzt werden. Ja, ich habe es halt nur erstmal eingesetzt. Und meine Achse ist eh verbogen für Excel-Packs, sind die nicht geeignet, aber es sieht scheiße aus, so ungleichmäßig. Sitz. Aber morgen ist ja wieder da. Sind dann wieder Schläuche da. Also Schläuche, siehst du. Und dann ist mir vorhin wieder eingefallen, was noch fehlt. Was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Was denn? Eine Kleinigkeit war das. Überleg mal mit nach. Wenn dir was einfällt, schreib es mir bitte auf. Ja. 20 Zoll Schläuche, klar. So, hier ist der Halter schon eingepresst, vorgefertigte Leitung, einschieben und einschrauben. Länge lässt du so? Willst du nicht kürzen? Nee, ich will sie nicht kürzen, weil die vorne hinten ist ein guter Akt, weil erstens ich habe keinen Cutter, zweitens sind habe ich fast eine halbe Stunde gebraucht, um diesen Stift da vorne rauszupopeln. Weil da ist auch kein Ersatz bei, weil mir war alles doppelt vorhanden. Ja, dann schraubt man das Ganze hier fest. Presst damit die Olive praktisch in den Griff mitsamt der Schraube als Dichtung. Sogenannte Presspassung. Nicht wundern, ich darf hier unten nicht rauchen, deswegen lutsche ich am Filter. So, das war das eine. Jetzt nehmen wir uns einen 2er Imbus. Schrauben hier oben diese Schraube mit der Dichtung ab. Und schmeißen sollten sie eigentlich nicht fallen lassen. Und schmeißen alle drunter. Aua. Es ist so typisch. Aber die Dichtung ist noch drin. Gott sei Dank. Ja, vorhin habe ich sie mit rausgezogen. Da das System ja noch geschlossen ist, müssen wir aber die Dichtung trotzdem erstmal rauspumpen. Sie quetscht. Nicht fallen lassen die Dichtung. Nein. Die finden wir hier unten nicht so schnell wieder, die ist nämlich magnetisch.
Ja, das ist kein Problem. Nullring. Guck mal, hier ist noch eine Ersatzdichtung drauf. Ja, aber die ist schon geweitet. Die ist ein Stück weiter. So, Dichtung wieder aufgepopelt. Dann nehmen wir den Trichter. Schrauben den auf. Achtet bitte darauf, dass der Stopfen gerade sitzt, weil das ist ein schon befülltes System. Weil? Warum? Was passiert, wenn er nicht gerade sitzt, Achim? Wenn er nicht gerade sitzt und das System nicht verschließt und ihr unten die Befüllschraube öffnet, läuft euch die ganze Suppe entgegen. Erzähl nochmal. Das ist im Grunde genommen wie ein Strohhalm oben zuzuhalten oder eben nicht zuzuhalten, genau, wenn man den aus dem Glas zieht. Ja? So. Genau, das ist das. Da man dieses System aber tatsächlich nur befüllen kann. Also einmal kurz andrücken, so ein bisschen. So viel Öl braucht man natürlich nicht. Nee, das ist eine gute Spülung jetzt. Aber ich habe hier auch nur eine kleine Luftblase drin. Und das heißt, wir ziehen die Spritze nach oben und knicken einfach den Schlauch. Das ist nicht wie beim Arzt hier. Jetzt brauchen wir den Puppenschlüssel. Weil Shimano verwendet oben an der Bremse Achtermuttern und unten am Befüllstutzen den Puppenschlüssel, den Sima. Modellbauschlüssel, auch genannt. So, wo ist denn da? Ja. Wo ist denn das da? Was? Ich sehe ja, da gar nicht. Wo ist denn da? Hier unten haben wir eine Kappe. Ah, die ziehen wir ab. Käppchen. Und zwar am besten komplett mit dem Ring. Sonst lässt sich das Ganze hier nämlich nicht vernünftig rufschieben. Jetzt wird hier ploppt. Ja, ist drauf. So. Wo ist unsere Luftblase? Da ist die Luftblase. Da ist die Luftblase. So, jetzt nehmt da den Sima Schlüssel. Ach, bloß öffnen jetzt extra? Ja. Also weit. Und kannst du kurz den Lenker festhalten? Ja, okay. Das ist gut. Andere Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Die ist verklebt. Viertelumdrehung, dann ist das System offen. Das ist wie beim Servo. Dann nimmt er hier oben den Stöpsel raus. Ja, okay, Stöpsel raus. Und dann fängt er an zu befüllen. Öl rein. Und dann sollte eigentlich System noch nicht offen. System noch nicht offen. Oh, nur eine andere Richtung. Jetzt. Jetzt. Und jetzt gucken wir hier. Im Idealfall sollte jetzt hier oben ist immer noch nicht offen. Irgendwann Flüssigkeit kommen. Jetzt haben wir genug. Da. Hallo. Es passiert gar nichts. Doch, ein bisschen was, das passiert. Ja? Ja, komm, blasen, 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 blasen. Blasen. Mal ein bisschen am Griff. Ja, pumpen? Ja, pumpen mal ein bisschen. Kennt ihr? Ja, vielleicht noch von. Ja. Ich geh mal gucken, das brauche ich. Ja, mach mal. Geh mal da. Hallo? Geh mal da. Ah. Hallo? Hallo? Wir greifen zu der anderen Variante. Wir schrauben wieder. Wir schrauben das System jetzt erstmal wieder zu. Das ist mir jetzt hier zu blöd. Stopfen oben rein. Immer wenn man es aufnehmen will, funktioniert das nicht, oder was? Ja, das ist nicht so schlimm. Bei mir habe ich das genauso gemacht, weil bei mir war das zum Beispiel seitlich undicht. Reservedichtung. Das müssen wir da eh nochmal kürzen. Ach eben, Mann. Sieht doch scheiße aus. Ja, dann musst du den Cutter besorgen. Hab ich doch hier, ist doch hier drin. Ein Leitungscutter ist da drin. Ach, der Schlüssel. Ja. Kutsch, kutsch.
Damit kann ich doch keine Leitung gerade cutten. Oh, geht. Das geht die Butter hier an. Das ist dafür. Oh, ein Scheiß. Hey, guck. Und ohne Kraft. Was sein? Warte mal. Funktioniert. Ich habe vorhin ein Stück Leitung gekürzt, das liegt hier irgendwo rum. Achso, hier. Ja. Okay. Jetzt beruhig dich. So. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Jetzt haben wir die Spritze raufgeschraubt. Nee, mach doch kürzer erst. Brauchst du ja nicht. Kürz den Scheiß. Ja, richtig machen einmal. Mensch, Achim. Kürzen. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich alles abbauen. Olive kannst du wegschmeißen. Die Spitze kann ich wegcutten. Mein Reservematerial. Deswegen wollte ich die nicht kürzen. Weil ich habe die Arme. Aber so ist das ja sinnlos. So ist das ja Quatsch. So kannst du das ja keinem Kunden sozusagen anbieten. Das ist ja nicht, das soll ja kein Trickrad werden, wo ich einen 180 machen kann mit. Ordentlich, ja, vernünftig verlegen. Aber so schlimm finde ich das ja nicht. Das ist super schlimm, Achim. Hör auf, Alter. Geht nicht. Das geht so nicht. Ja, jetzt muss ich echt alles nochmal machen, ja? Ja, Mensch. Ist doch nicht schlimm. Was ist da drin? Nee. Ist doch zu damit. Musst du nicht Stöpsel rinnen, fertig was. Ah, weißt du, wie das hier jetzt gleich raussuppen wird? Dann zieh doch ein Stück. Dann mach mal auf. Also zieh mal. Ein saug Stück. Mal raus. Ein Stück. So, nur so ein Stück. Nee, saug mal weiter. Jetzt muss ich ja auch noch meine Tricks zeigen. So. Ach, der Schlüssel. Hast du schon da? Hi. Mein Fahrrad ist, Sie glaube ich, im Gang halb um 50 Meter und so weiter und so fort. Sag mal. Ja, Ihr seht, ist die Olive jetzt hier vorne verpresst, da er die Leitung kürzer haben möchte, kürzig sie ihm. Die Schraube könnt ihr drauf lassen, die kann runterrutschen. Und meint, da reicht ihm das. Da hat er den Cutter jetzt hingelegt. Das ist wieder typisch Tommy. Man braucht was und der packt es weg. So, dann cutten wir hier 20 cm ab. Stimmt, er hat recht, das sieht wirklich gut. Dann habt ihr meistens in jedem Füllset hier zwei so eine gelben Backen. Die legt er zusammen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die Olive könnt ihr nachträglich noch aufsetzen, das ist nicht so wichtig.
Die Spitze hier sollte da auf jeden Fall irgendwie ansetzen. Manchmal ist das ja nicht so einfach. Dann weitet man das Ganze ein bisschen. So. Dann nehmt euch die Wasserpumpenzange. Eigentlich gibt es dafür auch noch eine Spezialzange, aber die haben wir hier leider nicht zur Verfügung. Und dann drückt ihr das Teil vorsichtig, nicht so wie ich gerade, natürlich bis zum Anschlag rein, geht nicht immer so ganz einfach. Ups. Man kann natürlich auch einen Hammer nehmen, dazu sind die Backen eigentlich gedacht. Aber so wie jeder kennt. Aber Backen eingeklemmt, kleinen Hammer genommen. Geht noch was. Da geht noch ein Millimeter. Unser aller Lieblingsschaltung. Schrammel S7. Zack. Das ist dann auch erledigt. Eine echt gute Schrammelschaltung. So, wir haben die Schraube ist ja noch drauf. Hast du doch wieder eingepresst. Ha, ha, ha. Ja, geht ja nicht anders, weil ich die Leitung kürzen soll. Ja, natürlich, sag mal. Muss auch ordentlich aussehen. Schraube, Olive, eingeschraubt. Sieht man nicht. Nee, jetzt sieht man gerade nichts, weil ich gerade was anderes gezeigt habe. Jetzt das. Und ging's gut mit Schneiden? Ja, es ging gut. Hervorragend ging's, ne? Hat echt gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, siehst du, glaubt man nicht, aber die Skandinavier können sowas. Die können mit Messern und Beilen. Dickes Spielzeug. Hat alles seine Berechtigung. Ja, um kleine Finger abzuschneiden, so italienische. Italienische Professor Doktorfinger? Ah ja, das ist wieder was anderes. Ich dachte, italienische Methoden, aber ja, das geht natürlich um. Professor Doktor, ja. So, unten ist ja alles offen. Jetzt können wir hier den Pinöffel rausziehen. Pinöffel. Und dann sollte hier jetzt eigentlich gleich Öl hochkommen oder erstmal jede Menge Luft blasen. Jede Menge. Aber da ist noch genug drin. Ja. Ich musste auch mal gucken. Da kommt noch ein bisschen. So langsam eng. Sieht aber gut aus. Drückt man noch? Da ist nicht mehr viel mit. Nur ein bisschen. Kommt nicht mehr. Gut. Dann stecken wir jetzt da oben wieder den Pinöffel drin. Den Stöpsel in die Badewanne. Genau. Glücklicherweise wird in den meisten Sets ja immer noch eine zweite Spritze mitgeliefert. Zum Absaugen.
Oh. Ohne Kanüle? Geht das nicht, Frau Doktor. Ja gut. Hab ich noch von den Dingern. Sind wir im Zahnarzt? Hat das abgesaugt? Dafür ein Kanister sind noch nicht genug Aufträge. Meinst du? Selbst wenn wir jetzt alle angenommen hätten, die hier waren, mit Entlüften oder mit 5 Räder, dann zeigt da mit dem Kanister. Nein, in dem Kanister sind 3 Liter drin, glaube ich. Naja, dann kann ich 10 Jahre arbeiten. Haupt. Dichtung, Schräubchen, Ränder mit. Du musst halt darauf achten, dass er wenigstens immer eine Seite des Systems geschlossen haltet, dann kann da halt auch nichts rauslaufen. So. Jetzt machen wir die mal kurz sauber. Lappen, Lappen, Lappen. Da, Lappen. Weil... damit er versteht, was ich meine. Da ist diese kleine Bohrung, durch die eigentlich das Öl fließen soll. Genau. Und das ist dummerweise nur eine Bohrung. Also kann es auch manchmal fast eine halbe Umdrehung sein. Genau. Je nachdem, wie die Schraube angesetzt ist. Ja, jetzt wird... verschlossen und gut. Aufpassen, dass man nicht auf die Bremsbeläge oder an die Bremsbeläge kommt von dem Öl. Ist ja ganz wichtig, muss man ganz doll aufpassen. Weil die sind nur immer ölig und das wart. Es wird verschlossen. Und ist dicht. Wichtig ist, dass die Transportsicherung drin ist. Weil sonst drückt man die Kolben raus. Und das wollt ihr nicht. Nee, dann hast du nämlich alles wieder. Und das Zusammensetzen ist, wenn die immer in den Dreck fallen, kannst du das eigentlich fast vergessen. Dann wird immer mit dem Lappen abgeputzt. Ganz genau. Julia. Und dann. Oben unten. Oben unten. Was genau wie bei meiner Gabel. Ja, die das muss man sehr weit aus. So was von knapp. Weil fällt eigentlich der Pitlock fast ab. Ja. Sagen wir mal, weil das ist so eine Art wie Ausfallsicherung eigentlich hin vorne an diesem. Gabel. Am besten stützt er das Ganze dann mit dem Knie ein bisschen ab. Und wenn er dann erstmal handfest ist, fällt auch nichts mehr raus. Sicher, warte mal kurz ein Kabel, wenn er muss mal sehen, wie ich das verlege. Vielleicht gibt es hier manchmal so eine Halterung dafür. Ja, ich habe eine Halterung an meiner Gabel. Natürlich wegmachen. Ein bisschen abtupfen, aber dann. Ja, das wart eigentlich fast schon. Ja, jetzt heißt es nur noch Bremshebel einstellen, natürlich in der Neigung. Und weiter rinnen wahrscheinlich, damit eben Griffe rankommen, ran können. Weil das ist ein bisschen wenig hier. Naja, aber ich habe die Schalter ja nicht angebaut. Die sind ja auch nur vorfixiert. 2, 4, 6, 8, 9, ich nehme die Schalter. Gut, das war der Achim, der euch zeigt, wie man eine Bremse befüllt, entlüftet, wie auch immer. Jetzt müssen wir noch Griffe ran und das war's. Ich hoffe, das Video oben ist fertig produziert. Ich kann jetzt hochladen. Wie Schütten habe ich? Habt ihr vorhin schon mitgekriegt, der Professor Doktor. Ich mach die Klammer zu und hänge es noch am Sattel an. Den Rahmen habe ich von Tommy gekauft. Da war ein nackter Rahmen. Jetzt haben wir da eine Teilcarbon-Gabel drin. Shimano XT Bremssattel. Ältere Shimano XT Bremsschalthebel. Ebenfalls von Tommy. Waren auch noch original verpackt. Falls ihr euch über diesen komische orangefarbene Ventil wundert. Das sind Topolino-Schläuche. Das ist das Dienstagsmodell. Das Montagsmodell musste ich leider gegen Oldschool
Butyl austauschen. Wir haben Shimano Scheibenbremsen, 2 Kolben hinten, 4 Kolben vorne. Ja, was haben wir noch? Nächste Kurbel. Ein Tune Laufradsatz. Vorne wie hinten. Wir haben jetzt Scandium Sattelstütze. Ein Newman Vorbau. Ja, beim Lenker musste ich leider aus Kostengründen noch gewisse Kompromisse eingehen. Aber da kommt auch noch was anderes dran. Die Griffe stammen auch von meinem Mountainbike. Das Fahrrad wiegt so, wie es hier steht, 9,3 Kilo laut Tommy seiner roten Waage. Es wird noch leichter. Mein Ziel war 9 Kilo und ich glaube, das werde ich auch schaffen. Deswegen mache ich mir darüber keine Gedanken. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, zerlege ich den Bock und baue ihn nochmal zusammen. Könnt ihr euch dann angucken. Bis denn. Ja. Pause vorbei, weiter geht's. Aber das lichte Maß nur, ne? Das Passepartout ist ja eh kleiner. Passt schon mal. Gutes Auge, 30x24. Ja. Lichte Maß, ganz genau. 30, ja. Mit beide Rahmen zusammen 8 Euro. Der 32er ist zu groß. Der 30er ist zu klein. Jetzt sind das 32? Der ist geschliffen. Ah. Der ist ein viel, das ist kein echter 32. Der ist geschliffen. So. Einen Bilderrahmen verkauft. Das Modell Sachs Orbit wurde in den meisten Fällen in sportlichen Tourenrädern von Herkules verbaut. Und wie der Name schon sagt, haben wir hier ein Zweigang-Namengetriebe und in dem Fall eine 6-Gang-Kassette. Eine interessante Kombination gibt es auch noch als 3-7.
Und die Dinger laufen wirklich gut und machen Spaß. Denn ihr könnt vorne mit einem einzelnen Kettenblatt fahren. Die Narbe ist auch nicht allzu schwer. Lässt sich also in so ein Tourensportrad echt gut verbauen. Nicht rummeckern, ich habe mir meine Opferschale extra mitgebracht. Ding steht hier schief, der muss natürlich gerade rücken. Fängt man. Einmal rumrutschen müssen. So, da liegt das Ventil nicht sehr schwach. Drück mal rein. Komisch, ich habe Nadel nicht durchgekriegt. Weil schief lag. Noch mehr. Ach, immerhin. Hast du kontrolliert das Ding? War was drin? Ja, nein. So nicht. Ja, ich habe kontrolliert, nein, und es war nichts drin. Ja, aber wieso nicht? Ja, weiß ich nicht, warum da nichts drin war. Das ist ja nicht so genervt, Mann. Jetzt einer Kunde, muss man sich freuen. Luft die ganze Zeit? Ja, machen wir jetzt mal aus und Feierabend für heute. Macht der Dude, bis dann, ciao. Sagt der Tommy.